Guten Tag, mein Name ist Pater Albert von der Wallfahrtskirche in Klausen. Ich begrüße Sie und euch zu einem kurzen Impuls. Ja, seit einigen Tagen sind die Horrorzahlen heraus. Über 500.000 Menschen haben die Kirche, die katholische Kirche, im letzten Jahr verlassen. Eine große Zahl, die nicht nur mir Angst und Bange macht. Eine Zahl, die mich zu der Aussage provoziert hat, die katholische Kirche ist auf dem besten Weg zur Sekte zu verkommen. Wie komme ich dazu? Ja, eine große Zahl und die Austritt und andererseits die Kirche, die nicht bereit ist, sich zu reformieren, die an ihrer Spitze keinen Reformwillen zeigt. Und dies beschleunigt sicherlich den Prozess. Also wir werden in den nächsten Jahren noch höhere Zahlen sehen und die Frage ist natürlich, wer bleibt? Und ja, verkommt die Kirche zu einer Art geistigem Phantasialand, zu einer Art ja, Freilichtmuseum oder ähnlichem? Das soll eigentlich nicht geschehen. Es liegt also an uns, jetzt erst recht, trotzig und mit Widerstand, etwas dagegen zu tun. Dazu wünsche ich den Segen Gottes. Mut zur Offenheit, Mut zu neuen Wegen. Gehen wir sie mit dem Segen Gottes und trotz allem. Ihnen und euch alles Gute und Gottes Segen.